Gute Nachrichten aus dem Schalker Hause. Lars Unnerstall hat heute wieder auf dem Rasen gestanden. Und auch Sergio Escudero, der gestern nach einer schmerzhaften Sprunggelenksprellung das Training abbrechen musste. Aber die Nachricht des Tages, unser Papa ist wieder da. Heute Mittag um kurz nach drei ist der griechische Abwehrspieler zu seinen Teamkollegen gestoßen. Vorher hatten wir aber noch die Möglichkeit, mit Horst Held zu sprechen. Auch über Papadopoulos und eine Anfrage aus Italien. Unsere Fans sagen, dass es schade ist, dass man keine Neuzugänge verpflichtet hat in dem Sinne. Andere sagen, ja, ist doch super, ist eine eingespielte Truppe. Hauptsache, wir müssen ja sowieso Spieler loswerden. Was sagt eigentlich der Manager dazu, zu den ganzen Millionen von Trainern draußen? Ja, also ich verstehe natürlich die Diskussion und ich verfolge auch die Diskussion. Das ist, denke ich, auch immer wichtig als Verantwortlicher, da das mal auch mitzubekommen und auch da reinzuhören, wie dann so Gedankengänge sind. Und in der Tat gibt es manchmal halt auch viele interessante Beiträge und auch richtige Beiträge, manchmal auch falsche Beiträge. Aber wir haben uns verstärkt, wir haben zwei Neuzugänge verpflichtet. Ich glaube, die Summen, die da dabei spielen, spielen eigentlich keine Rolle. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Auch wir haben in der Vergangenheit in Ablöse kräftig investiert, aber das heißt immer noch nicht gleich, dass dann halt auch sofort das mit absoluter Leistung verbunden ist. Und ich glaube, wir haben uns so verstärkt, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Wir haben kaum Abgänge gehabt von den Stammspielern, die wir im letzten Jahr auf dem Platz gehabt haben. Die sind alle bei uns geblieben, bis auf Raoul. Das ist in der Tat natürlich eine Lücke, die gefüllt werden muss. Allerdings ist es halt auch so, dass wir das im Mannschaftskreis auffangen wollen. Und dazu haben wir uns zwei Spieler geleistet, die in der letzten Saison, wie Roman Neustädter zum Beispiel, hat eine erstklassige Saison bei Gladbach gespielt. Er hat fast alle Bundesligaspiele gemacht und Gladbach hat ja, wie wir alle wissen, eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und Tranquillo Benetta ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Er ist 27, passt genau in unser Anforderungsprofil. Wir haben Handlungsbedarf auf der linken Seite gehabt und er hat das seit Jahren bei Leverkusen verkörpert, dass er da ein exzellenter Spieler war, aber auch in der Nationalmannschaft in der Schweiz, das konnten wir zuletzt sehen, als sie 5-3 gegen Deutschland gewonnen haben, da hat er drei Tore vorbereitet. Und ich glaube, dass das Verstärkungen sind, die uns weiterhelfen, die uns in unserem Vorhaben unterstützen werden. Wir wollen eine konkurrenzfähige Mannschaft haben und ich glaube, wir müssen einfach davon wegkommen, auch nicht die Nerven verlieren, weil andere Vereine vielleicht kräftig investieren in Ablösesummen. Wir haben eine gute Mannschaft in der letzten Saison gehabt und ich bin davon überzeugt, dass wir auch diese Saison wieder eine gute Mannschaft auf die Beine stellen werden. Nichtsdestotrotz habe ich Sie heute relativ häufig telefonierenderweise auf dem Trainingsplatz gesehen. Es wird wahrscheinlich nicht nur die Bekanntschaft und die Verwandtschaft gewesen sein. Nein, wir arbeiten natürlich noch weiter an unseren Zielen. Wir wollen nach wie vor den Kader verkleinern. Da muss man viele Telefonate führen und das findet zum jetzigen Zeitpunkt statt. Der Kader ist noch zu groß. Aber es ist aber auch so, dass wir gültige Verträge haben mit allen Spielern, die hier mit ins Trainingslager gekommen sind. Und daran müssen wir uns auch halten. Wir haben die Gespräche im Vorfeld auch mit den Beratern von den Spielern geführt. Wir haben gesagt, wie wir die Situation sehen, der einzelnen Spieler. Und daran versuchen wir einfach noch festzuhalten. Wir haben noch bis zum 31.08. Zeit. Da ist die Transferperiode noch offen. Und bis dahin versuchen wir noch den Kader einfach von der Quantität zu verkleinern. Papadopoulos soll ein Angebot vorliegen. Klären Sie uns auf. Angebot ist vielleicht zu viel gesagt. Es gab ein Gespräch zwischen AC Mailand und dem Berater von Papadopoulos. Die haben ihr Interesse bekundet, dass sie den Spieler gerne verpflichten möchten. Sowohl der Berater als auch Papa waren ziemlich relaxed, weil sie die Zukunft hier auf Schalke sehen. Und wir sind sowieso relaxed, weil wir Papa auch gar nicht abgeben wollen. Aber es zeigt halt auch einfach da wiederum, dass wir über enorme Qualität im Kader verfügen, dass unsere Stammspieler begehrt sind im Inland und aber auch im Ausland. Unsere Aufgabe ist es, den Spielern eine Perspektive zu bieten. Das wollen wir. Und wie gesagt, es ist natürlich dann auch schön zu hören, wenn so ein Spieler wie Papadopoulos, der nicht nur eine klasse Saison gespielt hat, auch eine tolle EM gespielt hat, dass er hier auf Schalke bleiben möchte. Thema auslaufende Verträge, Vertragsverlängerungen vorzeitig in dem Sinne. Wie ist da der Stand der Dinge? Ich werfe jetzt mal ein paar Namen rein. Luis Holpi, Christoph Moritz, Lars Unnerstall. Ja, das sind alles Spieler, mit denen wir die Gespräche führen oder führen wollen. Dazu kommt noch Uschida. Der Vertrag läuft auch 2013 aus. Mit Uschi sind wir schon sehr, sehr weit.
was die Details angeht. Ich denke, dass wir das jetzt bald auch verabschieden können. Dasselbe ist mit Lars Unnerstall. Auch da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich denke, dass wir das auch bald abschließen können. Und mit Christoph Moritz und Louis Holtby werden wir versuchen, in den nächsten Wochen Gespräche zu führen. Das wünschen wir. Am Ende vom Tag muss es natürlich halt auch immer der Wunsch des Spielers sein. Man braucht natürlich auch die nötige Zeit. Es ist auch klar, dass ein Spieler auch seine Gedankengänge formuliert und auch einen Zeitpunkt wählt, der für ihn der günstige ist. Und da werden wir sicherlich auch einen gemeinsamen Nenner finden und werden dann auch die Gespräche führen.